Hallo miteinander und herzlich willkommen beim Regio TV Plus und meiner Sendung Desirees Talk. Und heute wird es klassisch, weil bei mir ist der junge Balletttänzer Florin Knapp. Hallo Florin, schön bist du hier bei mir. Hallo, danke, dass ich eingeladen bin. Florin, erzähl mir einmal, wie bist du eigentlich in deinen jungen Jahren zum Ballett gekommen? Also habe ich angefangen im Ballett, weil meine Nachbarin hat Ballett tanzt. Und die haben mich gehietet und dann bin ich einfach mal mitgegangen so, und es hat mir direkt eigentlich gefallen und dann habe ich einfach nie mehr aufgehört. So. Das heisst, mit 4 Jahren alt hast du angefangen, jetzt bist du 15, ist ja doch schon eine lange Zeit. Was gefällt dir so sehr am Ballett? Das kann ich jetzt schwierig so genau sagen. Es ist schön zum Tanzen und es ist halt auch mal ein bisschen etwas anderes, so, was nicht jeder macht. Ja. Machst du nur klassisches Ballett oder beinhaltet dein Training auch Modern, Jazz oder ist das rein nur auf das klassische Ballett? Also es ist hauptsächlich klassisch, aber wir machen an dieser Ballettschule auch noch ganz viel eben Modern und Jazz oder so Musical-Sachen haben wir auch schon gemacht. Also es ist eigentlich sehr vielfältig so. Was ist dein allerliebste Ballettstück, das du bis jetzt schon tanzt hast? Eins der Klassiker ist halt eben Nussknacker. Und da machen wir jedes Jahr tanzen wir da wieder mit der Ballettschule. Und das ist auch immer wieder toll. Und sonst habe ich zwar noch nie getanzt, aber auch eins, was ich einfach sehr schön finde, habe ich schon ein paar Mal gesehen, ist Schwanensee. Das ist natürlich auch ein Klassiker. So. Wie sieht jetzt dein Trainingsalltag aus? Wie kann ich mir das so vorstellen? Du stehst auf und gehst sofort in die Ballettschuhe rein, oder wie? Ich bin ja immer noch in der Schule, das heisst, am Morgen habe ich eigentlich meistens Schule. Und dann, nach der Schule, gehe ich fast jeden Tag dann ins Training. Ja, so 2 bis 3 Stunden eigentlich. Und das hast du täglich, also wirklich Montag bis Freitag und am Wochenende wahrscheinlich noch Auftritte, oder? Montag ist eigentlich immer mein freier Tag, sonst habe ich es täglich. Und Auftritte, wir haben jetzt nicht jedes Wochenende Auftritt, sondern einfach ein paar Mal im Jahr. Aber am Samstag haben wir sowieso immer Training und Sonntag ist dann auch eigentlich frei. Wie hart ist das Balletttraining? Also für dich, wie intensiv ist das? Also, ich würde jetzt sagen, es ist mindestens genauso anstrengend wie jeder andere Sport. Und man ist halt mehrere Stunden halt am Sport machen. Ja. Jetzt hast du auch einen speziellen Ernährungsplan, damit du auch wirklich so schön bleibst fürs Ballett, oder? Muss man ja auch eine gewisse Figur haben? Ich habe jetzt noch nicht einen speziellen Ernährungsplan, so, aber ich probiere mich gesund zu ernähren und ausgewogen. Ich ernähre mich auch vegan und darum muss man sowieso noch ein bisschen zuschauen. Halt. Ja. Was war für dich jetzt so das schönste Erlebnis, das du mit dem Ballett bis jetzt in den vergangenen Jahren gehabt hast? Schönste Erlebnisse sind natürlich Aufführungen, oder wo ich dann meine erste Solorolle hatte und so. Und auch immer am Schluss der Aufführung, wenn man nochmal führen geht, sich verbeugen und man sieht halt, dass es am Publikum gefallen hat. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Du hast gerade gesagt, du hast eine Solorolle gehabt. Was war das für eine gewesen? Erzähl mir ein bisschen von dem. Meine erste Solorolle ist eigentlich beim Stück La Bayadère, habe ich Pas de Trois getanzt. Das ist ein Bub und 2 Mädchen. Dort habe ich die Bubenrolle getanzt und dort hat es auch noch eine Variation dazu. Und sonst beim Nussknacker habe ich auch jedes Jahr mache ich den Katzenkönig. Es ist bei unserer Ballettschule mit ihnen das ein und bis jetzt habe ich eigentlich jedes Jahr den Katzenkönig getanzt und jetzt letztes Jahr noch das Pas de Trois vom Nussknacker geübt. So. Mega lässig. Jetzt, du bist zwar noch jung, aber hast du auch schon eine Verletzung gehabt? Weil doch im Ballett ist es ja wirklich sehr gefährlich, dass man sich hier verletzt. Also wirkliche Verletzung hatte ich noch nie so gehabt. Es kommt halt manchmal vor, dass man irgendetwas so weh macht. Oder richtig verletzt habe ich mich zum Glück noch nie. Sehr gut, du musst schauen, dass das so bleibt. Ich kenne es selber. Jetzt, du hast gesagt, Sachen, die dir weh machen. Meinst du speziell jetzt die Füße? Nein, das ist bei mir jetzt noch nie so richtig vorgekommen. Ich hatte schon gehabt, dass halt Knie oder so weh machen. Und dann, ja, es ist nach ein paar Tagen, Wochen, geht es dann wieder weg. Aber es ist halt unangenehm.
Was gefällt dir am allermeisten, wenn du jetzt sagen könntest, so am allermeisten im Ballett, am Tanzen? So am allermeisten gefällt mir halt, es ist lang proben und so, aber das wirklich Schöne ist dann ab denen, wenn man die Choreografie so schon im Körper hat und man einfach nur noch tanzen kann und es macht Spass und ab denen ist es so richtig toll. Was ist dein Zukunftswunsch? Siehst du dich in einem internationalen Ensemble oder was hast du dir da vorgestellt? Ja, also schön wäre es natürlich, wenn es so weit reicht, aber sonst so tanzen wäre super toll. So. Also ist es auch dein Berufswunsch, professioneller Balletttänzer zu werden? Ja, also ich würde definitiv sagen, es ist Berufswunsch jetzt mal vorübergehend. Ich kann es ja auch nicht ins Leben lang machen, aber jetzt vorausgesehen schon. Also heisst das, Balletttänzer haben ein gewisses Ablaufdatum, ist das so? Also ich würde sagen, es ist halt einfach, es ist ein Spitzensport und man kann es halt nicht unendlich lang machen. Irgendwann macht es halt der Körper nicht so mit. Du hast gesagt, du gehst ja jetzt noch in die Schule. Hast du denn auch einen Plan B, wenn das genau eben mit dem Ballett dann mal nicht mehr geht? Also ich habe jetzt eigentlich vor, um dann das Gymnasium zu machen und nebenbei noch Ballett zu tanzen. Und dann danach wahrscheinlich tanzen. Und wenn dann das irgendwie nicht mehr geht, ich weiß jetzt noch nicht genau, was mein Berufswunsch ist, aber dann würde ich sagen, habe ich eigentlich noch viele Türen offen, so, was ich machen kann. Wie ist der Florin privat? Weil im Tanzen musst du ja wirklich ganz konzentriert und fokussiert sein. Wie bist du im privaten Leben? Also ganz konzentriert und fokussiert vielleicht nicht. Ein bisschen locker und lustig, aber ja. Also macht das für dich nichts, dass das Ballett ist ja wirklich sehr straight, sehr streng. Das macht dir absolut gar nichts aus. Ich finde sogar im Vergleich zu anderen Tanzarten finde ich es noch angenehm, wenn man so genau weiß, was man jetzt machen muss und nicht so einfach ein bisschen tanzen kann. Sondern wenn man wirklich so macht, muss man es machen und so macht man es dann auch. Wo tanzt denn du in Basel? Also ich tanze bei der Basel Dance Academy. Das ist die Ballettschule, die ist an der Hollerstrasse und ja. Wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Florin, dass du uns so einen kleinen Einblick ins Ballett gebracht hast. Schön, bist du da gewesen. Danke, gern geschehen. Schön, dass ihr auch kommen konnte. Dankeschön vielmals, sind ihr dabei gewesen. Macht's ganz gut, habt's gut, bis bald. Ciao zusammen.